Nummer drei, Nummer drei! Ah, du bist unverletzt. Alle Tentakel noch dran. War ja auch ganz klar. Absolut unglaublich. Wir haben alles gesehen, diesen Mut, die irren Moves. Das hätte ich deinem Salmini gar nicht zugetraut. Oh, und du warst natürlich auch toll. Genau, Nummer drei hat den ganzen Planeten gerettet. Ob das irgendjemand außer uns mitgekriegt hat? Ein Held, ja, das ist schon was. So eine Art Reise mit verschiedenen Stationen. Irgendwie... cool. Das ist der Captain. Ah, schön gesagt, Opa. Captain hat dich auch total gelobt. Ich meine sogar ein anerkennendes Nicken gesehen zu haben. Oh ja! Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt spritzig. Da bin ich wieder auf der Utopia Zukunftsinsel. Was ich heute angehen will, ist der geheime Kessel. Nur, Moment, ist er das da drüben? Zumindest wird mir da nichts angezeigt. Aber es ist auf jeden Fall ein Kessel, den ich noch nicht... Stellt euch mal vor, es ist einer, den ich... Ein ganz normaler, den ich noch nicht gemacht habe. Alterna bewältigt. Erreiche das Ziel, um Zugriff auf das... Lock zu erhalten. Doch, das muss der sein. Der kostet auch 333. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass es ganz schön knusprig sein soll. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Nintendo macht das ja gerne mal, am Ende nochmal was rauszuhauen, was einfach der komplette Abfuck ist. Damit man sich einfach denkt, so, jetzt habe ich genug von dem Spiel. Ich wende mich was anderem zu. Orca hat keinen Text. Es gibt nur die Heldenausrüstung. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so genommen. Keine Experimente. Ja, wenn es schwierig sein soll, insofern. Dann leg mal los. Vorsicht, jetzt keinen falschen Schritt. Okay. Das ist wohl zum Aufwärmen hier. Ein paar knackige Sprünge. Oh, da ist ja ein Abgrund. Hätte ich fast gar nicht gesehen. Gut, dass ich Salmini geupgradet habe. Ich glaube, der ist hier ganz nützlich. Ist hier irgendwas Besonderes zu sehen? Alles kaputt, nach wie vor. Selbst jetzt daher, wer nicht mehr ist. Oder zumindest einer davon. Sei lieber vorsichtig, wo du hintrittst. Das hat irgendwie was von Super Mario Galaxy, ne? Oder diesen Spezialstages in Sunshine. Oh, der dreht sich aber schnell. Muss da jetzt ein Gegner erscheinen? Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich den auch ignorieren. Ich mach's lieber mal nicht. Der fällt mir ja sonst nur in den Rücken. Aha. Voll hängen geblieben. Take that. Natürlich haben sie da noch so eine schöne Lücke eingebaut. Ist ja klar. Was soll man denn auch sonst anderes erwarten? Gleich wieder auf Salmini umstellen. Für den Fall der Fälle. Was ist das denn? Sieht interessant aus. Hui. Naja, hoppla. Der hat auf mich gefeuert, als ich mich noch gar nicht bewegen konnte. Das kann ich jetzt nicht als fair betiteln. Muss mal überlegen, kann man hier mit dem Dingsprung drauf? Gerade so. Wandsprünge helfen dir bestimmt weiter. Schau nur nach oben und... Ja, das ist nach wie vor das Gleiche, ne? Man kann es nicht lesen. I see. Holy moly, was macht der denn jetzt hier? Kann er das mal sein lassen? Okay. Ich schwimme. Moment, ich will die Eier haben. Lil. So. Na, guck mal, hier darf man sich sogar... Nicht ausruhen! Okay, ich hab mich... Weil das halt so ein Ding war, ne? Das rausstand. Ich dachte, man lässt einen hier in Ruhe springen. Okidoki. Ich höre Gegner. Faszination hält sich in Grenzen. War da gerade ein Sniper? Ja. Da oben ist ein Sniper-Boy. Der mich hier erwischt. Ich habe immer Angst, ne? Ich weiß nicht, welche Hindernisse die davon abhalten, mich zu snipern. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Hier? Okay. Lass mich bloß in Ruhe. Immer schön die eigene Deckung kaputt machen. Das ist Plan Nummer 1, den man verfolgen sollte. Die Säule lässt sich mit Tinte einfärben. Muss jetzt hier eine Mücke rumschwirren? Wieso haben Mücken eigentlich immer die Eigenschaft, in einem im Gesicht rumzufliegen? Warum können die nicht woanders rumfliegen?
Oh. Okay. Gruselig. Ich habe, glaube ich, noch keinen Checkpoint, oder? Wenn ich jetzt hier abstürzen sollte, dann... Ach du Schande, warum... Oh, was war... Wie, seit wann können die so oft schießen? Ja, das ist der Anfang des Levels. Super. Habe ich unterschätzt. Das machen die doch sonst nicht, oder? Fünf Kugeln hintereinander? Aber vielleicht war das auch ein anderer Gegnertyp. Die sehen doch alle gleich aus. Ich weiß, das ist möglicherweise rassistisch gegenüber Oktarianern, aber... Tja... Jetzt fangen die schon an, wie im Online-Modus, einen hinter der Deckung zu treffen. Vielleicht ist das gar nicht ein Problem des Online-Modus, sondern einfach von diesem Spiel generell. Die Programmierungshack. So. Ja, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, dass sie jedes Mal wieder machen zu dürfen, wenn ich mich abkratze. So, Achtung. Soll ich mal hier ein bisschen auf meine Unterstützung bauen? Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, die schießen einfach relativ häufig, obwohl sie gleich aussehen wie die anderen Knödel. Tintenfischrolle? Ja, jetzt wollen sie es auf einmal sehen, ne? Das ganze Let's Play über war das nicht so wichtig. Wo hänge ich denn jetzt? Aha, man weiß es nicht so genau. Wow! Moment, ich will so nah wie möglich an das Ding ran. Yes? Wow, das fühlt sich... Das ist aber halt wegen der Kamera so merkwürdig, ne? Da oben sind noch Eier. Ich sammle die jeweils einmal ein, aber auf den folgenden Runs... nee. Muss nicht sein. Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, besser zu sehen, wo man hinspringt? So, was ist das hier? Das sieht so verdächtig aus, ich mag das nicht. Das sieht aus wie ein Hinterhalt. No! Woher soll man das denn wissen? Ich meine, sie waren ja in manchen Leveln schon echt unfair manchmal. Und das hier schlägt wahrscheinlich dem Fass nochmal die Krone ins Gesicht. Warum nicht, oder? Aha. Ist das für eine komische Linie da? Nichts kann man vertrauen. Hänge ich mich einfach mal daran, oder? Oh oh. Alles klar. Lieber nicht nach unten gucken. Zu weit, ob du mit einer Tintenfischrolle rückwärts wohl die genaue Platte... Was? Huh? Als ob, absolute Kür. So muss man erstmal fallen können. Nein, nein, lass mich bloß in Ruhe. Ui, ui. Wie hat das denn gerade noch gereicht, ey? Oh Gott. Meine Tiefenwahrnehmung ist dafür nicht ausreichend. Gerade so. Gibt's hier auch irgendwo mal ein Ziel? Kann man das schon sehen? Nein? Ich bin schockiert. Mhm. Hui! Wow, das ging beinahe daneben. Nicht... Im Ernst, Mann? Ich sehe das halt nicht. Oh Gott, geht mir das jetzt schon auf den Zeiger. Das ist so unnötig, da keine Checkpoints hinzumachen, wirklich. Nintendo, why? Ach, dang it. Ja, schon jetzt habe ich keine Geduld mehr, ne? Was ist der Unterschied zwischen zum letzten Checkpoint und Neustarten? Das, wenn ich neu starte, kostet es mich doch genauso viel. Im Ernst, es muss doch eine Möglichkeit geben, zu sehen, wo man hinspringt, oder? Das ist doch totaler Bullshit. So ist das kompletter Bullshit, das kann nicht sein. Dass das verlangt ist. Ich versuche einfach mal vorher auszusteigen, oder? Dann brauche ich diese komische Tintenfischrolle nicht machen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü! Was für ein Feuerwerk. Boah, das ist so unfassbar gruselig. Ich darf mich hier echt nicht in Panik versetzen lassen, sondern muss gucken, dass ich die Kamera ausrichte.
Haben wir die... Oh Gott, haben wir die See, wo ich hinspringe? Dankeschön. Es sieht irgendwie nach Ende aus, oder? Da drüben? Die drehen sich ganz schön schnell, die Plattform. Ich will die komplett einfärben, nur für den Fall. Obwohl, eigentlich macht wenig Sinn. Ich brauche nur einen guten Start. Flons. Ja, bin ich da sicher? Darf ich da stehen? Ich traue nichts mehr. Ah, das sieht ja lustig aus. Oh Gott, was wird das denn, wenn es fertig ist? Dass man sich so schnell einfach dem entgegenstellt. Ich meine, dann muss man es ja fast schon vorher einfärben, oder? Macht ja gar keinen Sinn anders. Aber das wird jedes Mal wieder gereinigt, oder? Kommt es nochmal wieder? Oh, es kommt wieder. Ja gut, dann ist das vielleicht die richtige Taktik. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber zumindest die Voraussetzungen sind ein bisschen besser. Oh oh. Das hätte ich besser einfärben sollen. Toll, das kostet es mich jetzt. Man muss das machen, ne? Man muss das einfärben vorher, sonst hat man gar keine Chance. Ist ja viel zu langsam, wenn man das erst... Also wenn man erst drauf geht und dann einfärbt. Wieso? No! Diese Arschgeigen, ey. So, einmal Controller wieder ausrichten, damit ich hier nicht da sitze wie ein... Keine Ahnung, Gichtkranker. Take that. Whee. Okay. Ist das da hinten das Ende? Naja, ich nehme jetzt die Zeit, das hier einzufärben. Weil ich würde wirklich gerne darauf verzichten, nochmal von vorne anfangen zu müssen. Ich meine, wenn man das Level ein, zwei Mal gespielt hat, ist es ja noch nicht mal mehr schwer. Das Einzige, wovor man Angst hat, ist, irgendeinen dummen Fehler zu machen und dann nochmal, keine Ahnung, wie viele Minuten seines Lebens zu verschwenden, um den Quark nochmal zu machen, komplett. So, wenn der Große kommt, dann gehe ich mal los. Obwohl, ich habe mir noch gar nicht überlegt, was ich eigentlich machen soll, wenn ich da hinten angekommen bin. Ich glaube, da muss man nochmal die Wand einfärben, oder? Während sich das hier gegen die Laufrichtung bewegt? Klasse. So, hier will ich auch nicht stehen bleiben. Ah, das war so semi-gut. Ich da jetzt nochmal hinkäme, ne? Oh Gott, wie mich das, wie an das rückwärts wegzieht. Alter, geschafft. Mal schauen, wo der Sprungfeld dich hinverfrachtet. Eier? Nein, danke. Aha, okay. Na gut, das wird ja wohl ein Checkpoint sein, oder? Damit kann ich noch ansatzweise leben. Mhm. Oh. Diese Ziele musst du wohl alle platzen lassen. Immer weiter. Ich glaube, ich lege erstmal eine Pause ein, bevor ich hier weitermache. Ich habe nämlich aktuell einen ziemlichen Halt... Könnt ihr vielleicht noch näher in meinem Gesicht spawnen? Ja, damit ich auch noch mehr, weniger Zeit habe, die abzuschießen? Klar, warum nicht? Also. Die Range von dieser Heldenwaffe ist aber auch erbärmlich. Okay, Tinte habe ich noch. Oh, ich sehe schon, das wird auch spaßig. Not. Da kann ich nicht einfach von einer Schiene zur nächsten springen, sondern das hat so eine komische Verzögerung. Lebe ich? I'm alive! No, wo schießt die Waffe eigentlich hin? Durch den Ballon durch, oder was? Und außerdem kann ich mir jetzt schon ausmalen, dass irgendwie am Ende noch so ein Fake-Out kommt, wo man irgendwas Spezielles machen muss, was du gar nicht wissen kannst. Ich kenne die Entwickler inzwischen. Hui.
So, werde ich ewig verbunden, das jetzt mal zu treffen hier. Okay. Kamera? Ich habe jetzt keine Zeit, die zurückzustellen. Oh Gott. Please. Oh oh. Ah, come on. Da, was ist denn das? Wieso kann ich denn da nicht einfach geradeaus gucken? Ey, manchmal ist man direkt von dem Ballon da und schießt einfach dann vorbei. Ich weiß nicht, was dieser Quark soll. So, einmal volle Tinte bitte. Da, was ist das? Wieso funktioniert das nicht? Ist der Spread von der Waffe wirklich so grauenhaft riesig? I'm scared. Please! Nein! Wieso noch mehr? Ich komm da nicht rüber, weil die Kamera nicht mitmacht. Jedes Mal, wenn ich da aufhöre zu schießen, geht sie nach rechts weg und dann kann ich nicht in die Richtung abspringen. Ich weiß nicht, was da los ist. Peace. Ich treffe die Dinger nicht, ne? Ich weiß nicht, wo die Waffe hinzielt. Ich sehe das nicht, warum die Schüsse vorbeigehen. Sorry, bin ich überfragt. Ey, du hast aber auch nur eine Chance, ne? Wenn da ein Schuss daneben geht, selbst wenn du nichts dafür kannst, ja, weil es einfach der Spread ist, dann ist vorbei. Oder ist es die Reichweite, die ich hier so heftig unterschätze? Auch ein bisschen, glaube ich. Nein! Ich glaube, es ist auch die Reichweite. Da! Es ist die Reichweite. Tatsache. Die Reichweite ist ultra mega mies. Man unterschätzt das irgendwie total. So, was mache ich jetzt hier, ne? Was soll ich hier machen? Ich kann gar nicht so schnell drehen, wie die Spirale hier. No. Please. Lass mich leben. Was habe ich getan? Wo geht's überhaupt hin? Wenn ich hier jetzt noch springen müsste, wäre ich total aufgeschmissen. Genau mit sowas habe ich gerechnet. Glücklicherweise. Das war meine Zitterpartie. Okay, das ging ja noch. Also von der Länge her. Aber Halleluja. Mhm. Oh, nochmal Jump'n'Run. Das sind wieder Expando-Blöcke. Du weißt ja noch sicher, wie die funktionieren. Kein Problem, und für mich und Salmini. Alles klar. Expando-Blöcke und Unterbeschuss. Wer mag es nicht? Oh. Oh, halten die irgendwie nicht so lang? Wie gewöhnlich? Doch, wahrscheinlich schon. Hi. Sie haben ein Schild, Sir. Sie wissen aber, dass ich das nicht gutheißen kann. Moment. Wo geht's denn hier lang? Muss das hier zusammengefasst werden? Toll, jetzt muss ich ja auch noch puzzeln, oder was? Darin bin ich ja auch der Experte.
So, dann wollen wir mal. Wo ist er jetzt schon wieder? Ach, dieser Typ, ey. Ach, das. Nee, das warte ich jetzt aber nicht ab. Oder soll ich? Ich muss es abwarten, sonst ist es zu gefährlich. Hui! Danke. Für die Fischringe. Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. Der Oktokamundan. Kann der bis. Wahrscheinlich kann der bis hier hinschießen, oder? Ich würde es ihm zumindest zutrauen. Ah, gerade so. Dann warten wir die Attacke mal kurz ab. Gotcha. Euch beide kriege ich. Hier, irgendwie, ne? Die kommen mir jetzt so weit entfernt vor wie die Ballons. Aber die Ballons konnte ich auf die Entfernung nicht treffen. Das war das Verwirrende. Oh Gott, sei Mini, please. Ich weiß, dass man den auch mit Steuerkreuz nach oben zu sich rufen kann, aber ich will den Stick nicht loslassen, weißt du? Aha. I see. Das war ganz schön nervenaufreibend. Nee, ich fand, bisher ging's noch, aber... Oh, eine Moai-Statue, der das Hirn fehlt. Okay, gucken wir mal, was hier Lustiges passiert. Vielleicht passiert ja mal zur Abwechslung mal was Lustiges. Okay. Irgendwie das Gefühl, ich hätte den Salmini nochmal losschicken sollen. Kann das sein? Oh, was wollt ihr denn? Kann ich die einfach ignorieren? No, der wird mich umbringen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nein! Da unten! Als ob. Ich hätte mich da einfach nur draufstellen müssen. Hui! Naja, hat auch noch funktioniert. Sie gönnen nicht wirklich. Ehrenmänner, jetzt auf einmal. Naja, ich nehme es an. Als Wiedergutmachung. Warte mal. Das ist nicht in die Richtung weggegangen, in die ich dachte. Das ist nur zum Schutz? Okay. Ich schätze, das sollte auch ein Grund sein, dankbar zu sein. Okay. Ja, weißt du, mit dem Checkpoint im Rücken kann man jetzt schon ein bisschen befreiter aufspielen. Man denkt sich nicht, meine Lebenszeit. So, pass auf. Was macht das Ding? Fliegt da dagegen, das ist schlecht. Ich glaube, hier möchte ich etwas sanfter vorgehen. Au! Ne, ich glaube, ich will da rüber und dann drauf springen. Jetzt macht er das natürlich 100 Mal. So, also das muss weg. Und dann steige ich von hier aus drauf. Salmini kann das mal aktiv halten. Auf den nächsten. Stimmt, kann man auch da hinten irgendwie hin. LOL! Ich und meine tiefen Wahrnehmung, ey. Wir werden keine Freunde mehr. Alle an Bord, der Oktoraketenzug fährt ab. Da ist er. Moment, das Zeug muss aber erst weg, sonst kann ich da nicht draufstehen. Ja, das will ich auch nicht. Leel. Ist keine Möglichkeit, das schneller wieder rückgängig zu machen. Vielleicht hätte ich den Sprengler nicht zerstören sollen. Ich meine, jetzt kann ich immer noch nicht da draufstehen. Heiliges. So. Jetzt wird es sicher ungemütlich. So, ich will es nicht ausfahren, nur einfahren. So, und was wird das? Habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, was sie von mir wollten. Also das ist zum Abblocken der Raketen. Uff. So. So ist es gedacht. Nichts wie weg hier. Ja, ich steig mal aus. Endlich ist das Ziel in Sicht. Du bist nah dran. Und was ist die böse Überraschung? Nein, 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 Salmini, warum?
Dang it! Sein Mini war wieder mal nicht da. Der war noch hinten am Kloppen. Mhm. So, diesmal rufe ich ihn direkt wieder. Dass der aber auch nicht automatisch wiederkommt, ne? Wenn man sich irgendwie 100 Meter von dem entfernt. Das ist schon traurig. Okay. Ich muss einfach hoffen, dass das Zeug rechtzeitig unter mich fällt. Tschiu! Oh, hab ich's geschafft? Das war. Oh, der erste Abschnitt war bisher der schlimmste. Aber auch nur, weil er so lang war. Uihi. Aber ich bin mir sicher, sie legen noch einen drauf. Oh, hier gibt's eine Rüstung. Ist das Ziel da hinten? Da ganz hinten? Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass es noch viel länger weitergeht. Also, was für Stolpersteine werft ihr mir denn noch in den Weg? Nanu, da kommt was auf dich zu. Ist das hier eine Arena? Es ist eine Arena. Mit Octolingen. Die habe ich am liebsten. Nord. Oh, hi. Ist das etwa ein Pinsler? Tschüss, Pinsler. Da spawnt einer. Gute Taktik, oder? Moment, Schwapper? Mag niemand. Niemand mag Schwapper. Die haben hier das gesamte Arsenal. Nur noch drei Gegner. Ich bezweifle irgendwie, dass es das am Ende... Oh, Schirmio. Ja gut, Salmini ist natürlich der MVP, ne? Wenn der hier diese Ablenkung macht. Oh, hi. Nein, nicht Doppler, nicht Doppler. Waren das jetzt alle? Ich glaube, das waren alle. Kannst du deiner Oma erzählen? Echt jetzt? Eine Powerkonserve. Die würde ich nicht kriegen, wenn das hier alles gewesen wäre. War es noch mehr? Oh oh. Lol, ist vielleicht keine... Holy shit. Was? Warum lebt der noch? Der ist ja fast genauso schlimm wie online. Au! Kann ich mich hier irgendwo verstecken und meine Rüstung wieder aufladen? Danke. So. Ich will die Salmini-Unterstützung. Oder ich versuch's mal mit der Klecksbombe. Ja, ja, ist klar. Ich höre da irgendwo einen Blaster. Das ist natürlich auch weniger optimal. Und so ein Robo? Noch drei übrig. Na gut, den habe ich erwischt. Soll ich den einsetzen oder aufsparen? Oh, bei jeder eingesammelten Konserve kommt auf der anderen Seite eine neue. Dann gibt es ja nicht wirklich einen Grund, die aufzusparen, oder? Ist hier noch irgendwo einer übrig? Da hinten. Okay. Robo-Fuzzi. Dass man den nicht abschießen kann, ne? Diesen Robo-Fuzzi. Fände ich irgendwie voll fair. Keiner mehr da, oder? Wie bitte? Noch mehr Nachschub? Erstmal verstecken. Wieso mache ich mir eigentlich Sorgen? Der Champ kleckst sie weg. Kommen die nicht freiwillig? Ich dachte, die eröffnen jetzt irgendwie die Jagd auf mich oder so. Bam. Warum nicht? Oh, die haben auch Specials. Und da zielt gerade einer mit den dämlichen Raketen auf mich. Meine Zielfähigkeit ist alles andere als vorzeigbar. Oh, 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 oh. Oh, was? Was hat mich gekillt? Der war doch schon lange tot. Ah, das ist natürlich, ja genau, jetzt wieder. Natürlich wieder von vorne. Ich glaube, die Specials sind gar nicht mal so optimal. Weil die lassen einen nur wahnsinnig offen. Und man würde sich lieber hinter den Wänden verstecken. So wie er hier. Der macht das genau richtig. Schwapp die mich doch nicht an, Mann. Schwapp mich nicht an. Diese flauschigen Hauptdinger. Moment, hatte der gerade zwei Waffen oder haben die die Position gewechselt? Der hatte einen Schirm und irgendwas anderes. Okay. Nee, nee, Curling-Bomben muss nicht sein. Oh, oh. Ist einer hinter mir? Was, warum sind denn das auf einmal so viele? Springen die zu sich gegenseitig? Ablenkung! Boah, was macht denn der jetzt hier? Waren das alle? Diesmal kam es mir viel mehr vor als letztes Mal. Aber da habe ich auch welche am Spawning gehindert. Vielleicht sollte ich mir das zunutze machen.
dass die hier spawnen. Ja, komm, mach. Okay. Moment, war da direkt nochmal einer? Als ob. Boah, diese Robobombe, wie weit läuft die einen denn hinterher? Ich mag alles nicht, was einen so viel Zeit kostet und Ablenkung ist. Sagt derjenige, der nur Salminium herwirft. Ja, ja. Habt ihr nur Spaß. Du Alter! Toll, ist meine Rüstung schon wieder weg. Ha! Muss halt aufpassen, dass die einen nicht von hinten attackieren, ne? Und da ist auch schon einer. Immer schön aus dem Weg gehen. Rollerdödel. Tada. Okay, hier spawnt immer direkt einer. Und dann direkt nochmal einer. Das ist der. Ja, klasse. Trotzdem, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ich glaube, so dumm sind die nicht, ne? Dass die sich hier einfach abrotzen lassen. Oh Gott, da sind ganz viele auf einem Haufen. Wer kann die Säule besser für sich nutzen? Im Moment noch ich, aber ich weiß nicht, wie lange. Okay, das hat ihn nicht... No, 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 no! Alter! Okay, keiner mehr da. Aber es kommt ja noch eine Welle, ne? Und jetzt setzen sie dann auch Specials ein. Moment. Wo spawnen die? Da hinten? Das ist uncool. Ja, gerade dieses Special will ich eigentlich nicht. Da ist man so offen. Ich nehme lieber den Krabbenpanzer. What? Nein! Als ob, wir haben jetzt überlebt. Ja, du versuchst zu fliehen, hä? Okay, Raketen. Bin ich auch nicht so ein Fan von. Ach du Scheiße. Ah, das ist aber auch ein Chaos, ey. Was, wieso lebt der noch? Spawning Kill. Yes! Und da spawnt noch einer. Aber es ist auch nochmal ein fucking Schirm. Take that. Boah, das sind aber eine Menge. Ich verstecke mich mal, solange der sein Special zündet. Oder hat er das unendlich? Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Du willst sie einfach nur einfärben? Dafür ist jetzt nicht die Zeit, sagt Professor Eich. Noch drei. Holy moly. So, dann ist ja jetzt wohl nur noch einer übrig, oder? Wenn ich richtig rechnen kann. Ich will nicht von diesem komischen Special da jetzt gekillt werden. Wo ist er? Da oben? Ich hab dich in der Ecke, Junge. Den hast du es gezeigt. Okay. Was das echt? Ultra Giga spritzig. Oh, Mission abgeschlossen. Okay. Ich habe mir echt Sorgen gemacht am Anfang, aber das hat jetzt 50 Minuten gedauert. Ist natürlich nicht wenig für eine einzige Stage, aber hätte schlimmer sein können. Aber das hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich gebe es ja zu. Und dafür gibt es jetzt den... Zuerst gibt es neue Titel. Mhm. Held der Welt. Ach, da kommt der her. Bärchenöhrchen. Neue Ausrüstung, holt ihr die am Lobby-Terminal ab? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die unbedingt aufziehen werde. Vielleicht einmal, um zu zeigen, hey, ich habe den Secret Kettle abgeschlossen. So, was jetzt noch fehlt, ist, jedes Gebiet zu 100% aufzudecken. Das heißt, diese kleinen Bereiche hier
noch wegzumachen, indem man sie betritt oder einfärbt. Das ist jetzt nicht die spannendste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Aber Compilation Goomba hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es dafür am Ende noch was gibt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal und melde mich wieder, sobald ich damit fertig bin. Aha, okay, jetzt steht hier erkundet. Und das bedeutet, die ist vollständig. Alles klar. Und das war's? Das mache ich jetzt einfach für alle. Okidoki. So, den habe ich noch nicht gemacht. Ist nochmal eine Sunken Scroll wert. Die letzte? Ja. Name des Ziels Adorada. Nishio Oranda, Deckname. Distrikt Splatsville 3. 3 irgendwas. Poisson Rouge. Unranchiyu. Welsfels. Was sind das denn für Leute? Irgendwelche Geheimagenten? Erkundet! Okay. Das heißt, jetzt habe ich alles, zumindest auf dem Papier. Jetzt muss ich gerade mal schnell in der App gucken, ob das auch zählt oder was. Oder ob ich noch mehr machen muss. Ah, oh, was ist denn das? Neues Moment. Ich bin gerade schnell raus, weil man muss tatsächlich kurz online gehen, damit das in der App aktualisiert wird. Jetzt habe ich diesen Herr Bär, dieses Splashtag-Abzeichen allerdings bekommen. Das hatte ich davor noch gar nicht. Hm. Ups. Alterna, vollständig erkundet. Das Lesen ist spiegelverkehrt, ne? Aber egal. Da steht's. Abschluss-Story-Modus. Glückwunsch zum vervollständigen Erkunden von Alterna. Bonus. Alterna 100% erkundet. Dafür gibt es einen Spezialhintergrund. Wollt ihr den sehen? Wahrscheinlich schon, oder? Ah, hier gibt es für jede der sechs Areale nochmal ein Hintergrundbild zum Runterladen, wenn man es 100% abgeschlossen hat. Okay. So, Marie hat noch was zu sagen. Du warst wirklich gründlich, weißt du das? Nummer 1 und ich konnten daher diese Karte hier erstellen. Ein Aufkleber. Oh. Ach, das ist auch nochmal für jede einzelne Insel. Klebe ich mir alle in den Spind, ist doch klar. Kann man die dann zusammenfügen zu einer vollständigen ganzen Karte? Das fände ich irgendwie nice. Deine Augen, ich kenne jemanden mit exakt demselben Blick. So, und dann... Genau. Das hier kriegt man auch noch für das 100% aufdecken. Arti-Drohne aktivieren. Oh, das hier, das ist unsere Arti-Drohne. Du kannst dir sicher denken, wer sie gebaut hat. Nö. Ach, Arti, jedenfalls sagt er, dass dieses Ding dabei helfen kann, versteckte Schätze zu finden. Hauch hier in Alterna. Das war die Kurzfassung, du weißt ja. Ja. Er meinte doch, dass man Fischeier dafür braucht. Wenn du welche übrig hast, kannst du sie ja mal ausprobieren. Sie bringt dann alles, was sie findet, direkt in die Lobby. Du kannst die Sachen dann über das Lobby-Terminal einsammeln. Danach kehrt die Arti-Drohne dann wieder hierher zurück. Flieg, kleine Arti-Drohne. Also 999 Fischeier sind schon eine Menge. Willst du die wirklich für die Arti-Drohne ausgeben? Sie sucht dann in Alterna nach Schätzen für dich. Ich bin nicht ganz... Ich weiß nicht genau, was die jetzt macht. Ich meine, wenn sie mir irgendwelche Items sucht, von den Sammel-Items, die es zu finden gibt, dann wird mir das nicht mehr viel bringen, weil ich schon alle habe. Vielleicht so morgen dauert alles etwas. Naja, auf jeden Fall werde ich die nächsten Tage einfach mal in der Lobby vorbeischauen und gucken, was die Drohne dann abliefert. Jetzt gönnen wir uns noch die fehlenden Log-Einträge. Da bin ich wohl schon mal drüber gefahren, deswegen sind die Ausrufezeichen nicht mehr da, aber ich kenne sie noch nicht. Und vor allem der letzte interessiert mich, Log-Echse. Ein Spritzer, neue Intelligenz. Der Zusammenbruch Alternas ließ tausende von Tonnen Geröll ins Meerwasser regnen, das sich am Höhlenboden befand. Und auch die Flüssigkristalle, die einst über ihm prangten. Umspült von den ruhelosen Wassermassen lösten sich die Kristalle allmählich auf und wurden zu mikroskopisch kleinen Teilchen. Doch so oft sie auch brachen und sich teilten, jedes einzelne von ihnen trug weiter die Wünsche und Sehnsüchte der Menschheit in sich. Und auch ihre Gefühle. Und nach, Tag um Tag, absorbierten die Tintenfische, Oktopusse und anderen Meereslebewesen in den Fluten von Alterna die Kristalle und alles, was in ihnen steckte.
Viel Zeit verging, bis die Meeresbewohner schließlich etwas empfanden. Etwas Neues, etwas Ungeahntes, etwas Spritziges. Und dieser Spritzer neuer Intelligenz erfüllte auch sie mit dem Verlangen, an die Erdoberfläche zurückzukehren. Ganz so, wie es einst auch die Menschheit gewollt hatte. Und dieses Verlangen, dezent unterstützt von der schrecklichen toxischen Umgebung der Fluten Alternas, war es, dass die Meereswesen zu ungeahnten Evolutionsschritten beflügelte. Jede einzelne der vertretenen Arten entwickelte im Blitztempo Züge, wie sie gewöhnlich nur in Landbewohnern vorzufinden war. Die Anpassung begann. Auch die Intelligenz jener Wesen steigerte sich in Riesenschritten, von Generation zu Generation. Und mehr noch, gewissen Spezies gelang es, natürliche Tarnung zu entwickeln, die sie zuvor nie beherrscht hatten. Und so kam der große Tag. Die Meereslebewesen von Alterna betraten das Festland und keine Rückkehr war mehr möglich. Ganz wie einst die Menschen hatten sie nun nur noch einen Wunsch, die Erdoberfläche zu erreichen. Natürlich war das Leben auf dem Festland hart, trocken und grausam, doch davon ließen sich die Meeresbewohner nicht einschüchtern. Bald schon hatten sie die Tunnel und Gänge gefunden, durch welche die Menschen einst dem sicheren Tod entflohen waren. Es war ein Wink des Schicksals. Und so folgten die just dem Meer entschlüpften Wesen den Spuren ihrer Vorgänger. Richtung Oberfläche. Alles klar. Wie Tinte auf einem weißen Blatt. So traten die dem Meer entsprungenen Abenteurer aus den Tunneln hervor, die sie von Alterna an die Oberfläche geführt hatten. Und dieser Erfolg sollte nicht ihr einziger bleiben. Ihre Art gedieh rasch in ihrer neuen Heimat und bald schon hatten sie die Welt bis auf den letzten Winkel erkundet. Der Krater über Alterna, der Wiege ihrer Bestrebungen, war mittlerweile zum andächtig verehrten Denkmal geworden. Und auch der Distrikt Splatsville, der ihn säumte, war ein zentraler Punkt dieser neuen Kultur. Ach, sieh mal einer an. Die Region erhielt den Beinamen Tintenfass der Welt, den alle Wesen kannten, die nun auf der Oberfläche lebten. Und mit dem neuen Leben auf der Erde entstanden bald schon neue Kulturen voller revolutionärer Ideen. Am meisten taten sich die Tintenfische und die Oktopusse hervor, die von den neuen Spezies auf der Oberfläche, ich muss immer an Spezi denken, die höchste Intelligenz zeigten, klug, clever, visionär und natürlich spritzig. So überrascht es nicht, dass bald schon jene beiden Arten die dominanten Spezies des Planeten wurden. So, Verzeihung, doch es folgt ein kleiner Zeitsprung, und zwar 5000 Jahre in die Zukunft. Zu jener Zeit wurde ein ganz besonderes Individuum geboren. Ein Tintenfisch, der im Distrikt Splatsville rasch zu einer Berühmtheit wurde. Dieses Wesen war etwas ganz Besonderes. Begabt mit prophetischer Voraussicht erleuchtete jenes Individuum die anderen Tintenfische mit ungeahntem, grenzenlosem Wissen. Das Tintenfischleben sollte nie wieder so sein, wie es einmal war. Die Worte jenes Individuums brachten für die Entstehung der heutigen Kopffüßlerkultur den Stein ins Rollen. Heute ist das Individuum als Urexemplar des modernen Inklings bekannt. Das Ding? Und hier endet der Text? Okay, dann gucken wir mal, oder? 7. Die Rückkehr der Mammalianer. Als die Menschheit die Welt das erste Mal ins Verderben stürzte, war es nicht nur sie, die sich retten konnte. Andere flohen ebenfalls, wenn auch nicht nach Alterna, sondern ins Weltall. Die Arche Polaris, ein in letzter Sekunde gestartetes Raumschiff, barg unzählige Tierarten im Kälteschlaf, die im weiten All ein neues Zuhause finden sollten, fernab der unwirtlichen Erde. Ihr überstürzter Abflug schien das Glück der Arche Polaris nicht zu trüben. Der Flug verlief komplikationsfrei, bis zum Rand des Sonnensystems. Hier wurde das Schiff von einem Trümmerteil getroffen, welches das Navigationssystem zerstörte. Die Crew drehte eilends herbei, konnte die Erde jedoch nicht erreichen. Ohne einen Tropfen Treibstoff trieb die Arche 10.000 Jahre lang im eisigen All. Äonen vergingen. Mit der Zeit verließ die Arche Polaris ihren einst stabilen Orbit und wurde von der Erdanziehungskraft erfasst. Alle Wesen an Bord starben, als der Aufprall kam, bis auf eines. Bär 03, ein Bioexperiment, hatte auch im Kälteschlaf seine Hirnaktivität nicht eingestellt. 12.000 Jahre lang hatte er geträumt, gegrübelt, geplant. Bär 03, endlich erwacht aus seinem ewigen Schlaf, erkannte die furchtbare Wahrheit. Er war mitnichten auf einem neuen Planeten gelandet. Dies war die Erde. Und doch könnte sie seiner altvertrauten Heimat nicht weniger ähneln. Kreaturen der Meere hatten sie zu ihrem Reich gemacht. Kein einziges Säugetier war weit und breit zu sehen. Mit Navigationsinstrumenten der Arche Polaris suchte Bär 03 vergeblich nach Artgenossen, bis er schließlich auf Alterna stieß. Und in dessen lebensfeindlicher Ödnis machte er eine Entdeckung. Die Kristalle. Einst Licht- und Lebensquelle Alternas
machte Bär 03 die nun ungenutzten Flüssigkeitskristalle zum Subjekt seiner Forschungen. Flüssigkristalle. Jahrtausende des Träumens hatten seinen Geist mit dem dazu nötigen Wissen gefüllt. Der Durchbruch sollte Bär 03 gelingen, als er ein Amalgam aus Flüssigkristallpartikeln und seinen eigenen Fellhaaren erschuf. Eine Substanz, die jedes Lebewesen auf grausame Art zu Säugetieren machte. Bär 03 wusste sofort, was zu tun war. Die Welt sollte ein Paradies für Säuger werden. Und für niemanden sonst. Er lud das Flauschplasma, wie er seine Schöpfung nannte, in die noch intakte Rakete von Alterna. Bärs Plan erforderte abertausende Goldfischeier. Eine unverzichtbare Ingredienz bei der Flauschplasma-Synthese. Genaueres dazu kann ich in meiner Datenbank nicht finden. Doch Bär 03 wusste eine perfide Lösung. Unter dem Deckmantel einer Firma, der Bär GmbH, ließ er als Herr Bär andere unter Gefahr für Leib und Leben nach den Goldfischeiern suchen. Und er zahlte gut dafür. Unzählige arglose Inklinge und Oktolinge hatten Herrn Bär ermöglicht, gigantische Mengen Flauschplasma zu produzieren. Sein finsterer Plan stand kurz vor der Erfüllung. Die Rakete ist beladen. Bald ist die Zeit gekommen. Und damit endet der Story-Modus. Schön, dass wir da noch eine Geschichte dazu gekriegt haben. Damit wäre die Lore komplett, zumindest einigermaßen. Hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Ich denke mal, was die Online-Parts angeht, werde ich auf jeden Fall noch einige bringen, aber nicht ganz so regelmäßig. Zum Splatfest dann vielleicht wieder ein paar mehr. Bei mir ist es einfach so, ne, ich habe mal eine Weile Zeit, eine Weile Lust auf Splatoon und dann wieder eine Weile nicht mehr. Und den Upload-Plan passe ich daran einfach an. Und wenn ihr in Zukunft gerne wieder mit dabei sein wollt bei anderen Let's Plays oder generell, dann abonniert den Kanal. Ich freue mich drüber. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.